der späteren Bahnhofshalle sind nicht nur die Züge die maßgebende Komponente, sondern auch die Fahrgäste müssen auf die Bahnsteige gelangen. Und das gelingt über die Verteilerstege. Davon gibt es in Summe drei Stück. Den Verteilersteg A, B und C. Verteilersteg A verbindet den Manfred-Rommel-Platz mit der Bahnhofshalle sowie dem Bonatzbau und die LBBW. Steg B, der in der Mitte der Bahnhofshalle angeordnet ist, verbindet in Höhe der Königstraße die Halle mit dem Schlosspark. Und Verteilersteg C verbindet die U-Bahn-Station Staatsgalerie bzw. auch das Planetarium. Heute sind wir am Verteilersteg C, einem der ersten Stege, die hergestellt werden. Jetzt könnte man sich fragen, warum kommt Steg C vor A und B? Liegt ganz einfach daran, dass die Taktung des Stegbaus die Bahnhofshallendachschließung vorgibt. Und in dem Bereich sind wir einfach schon am weitesten. Der Verteilersteg C hat eine Abmessung von 70 Meter in der Querrichtung, überspannt damit alle Gleise. Und in Längsrichtung ist es schwer zu sagen, denn durch die organische Form ist er sehr geschwungen und hat ungefähr immer 4,50 Meter bis 8 Meter Breite. Die Höhe des Stegs beträgt etwa 6 Meter. Das ergibt sich zum einen aus dem Lichtraumprofil der Züge, also dem Bereich, den die Züge benötigen, um unten durchzufahren, als auch dem zusätzlichen Abstand nach oben zur Oberleitungsanlage. Vom Verteilersteg selbst kommt man über verschiedenste Arten auf die Bahnsteige, entweder über den Glasaufzug, über die Fahrtreppe oder über eine Festtreppe. Das Besondere bei den Verteilerstegen ist unter anderem die Lage in der Bahnhofshalle. Man kann eigentlich davon sprechen, dass es eine Hängebrücke in der Bahnhofshalle ist, denn die Verteilerstege hängen sozusagen an dem Schalendach. Eine weitere Besonderheit ist auch die Art des Bauwerks selbst. Es ist so eine genannte Verbundbauweise. In der sogenannten Verbundbauweise nutzt man die Eigenschaften von Stahlbeton und Baustahl optimal aus. In den großen Flächen wird die Eigenschaft des Betons verwendet, Flächen zu überspannen. Und der Stahlbau kommt immer dann zum Einsatz, wenn die Lasten sehr groß werden, die Zugkräfte groß werden, an den Lasteinleitungspunkten der Zugstäbe zum Schalendach. Der Verteilersteg C ist etwa 200 Tonnen schwer. Den Bauablauf des Stegs kann man grob in 5 Einzelschritte unterteilen. Der erste Schritt, den man benötigt, ist ein Montagegerüst. Dazu wird vollflächig im Bereich des Stegs das Gerüst aufgestellt. Im nächsten Schritt werden die angelieferten Einzelteile des Stahlbaus innerhalb der Bahnhofshalle mit einem kleinen Mobilkran hoch auf das Montagegerüst gehoben und wie Puzzlestücke auf dem Montagegerüst ausgelegt. Wenn die Teile ausgelegt sind, werden sie verschraubt und verschweißt. Und im folgenden Schritt werden dann die innenliegenden großflächigen Bereiche ausbetoniert, beziehungsweise die Bewehrung wird zuerst verlegt und dann wird ausbetoniert. Im nächsten Schritt werden dann noch die Zugstäbe angebracht. Der Steg C besteht aus 48 einzelnen Steghängern. Die Steghänger bestehen aus hochfestem Stahl. Im Endzustand tragen die Steghänger die gesamte Last des Stegs, welche dann über das Schalendach und über die Form des Schalendachs abgetragen wird. Nur wenige Stützen werden im Endzustand tatsächlich unten auf den Bahnsteig dann auch zum Tragen kommen. Auch die sind relativ groß und schwer, die müssen dann mit einer Hubbühne nach oben gehoben werden dann mit Bolzen an dem bereits einbindenden Fertigteil im Schalendach verbolzt und dann mit einer großen Mutter unten am Stahlbauteil verschraubt. Im Anschluss wird das Traggerüst abgelassen und die Stege bekommen zum ersten Mal ihre tragende Funktion. Was dann folgt, die Ausbaugewerke, Geländer, Fußboden und Beleuchtung. Oberhalb der Stege gibt es Aussparungen, da werden später die Einbauleuchten versehen. Nach der Fertigstellung vom Steg werden die Festtreppen montiert, auch die kommen in
Teilstücken auf die Baustelle. Auch die Verteilerstege sind aus der Feder von Ingenhoven und damit fügen die sich hervorragend in die Bahnhofshalle ein, haben auch eine sehr organische, geschwungene Form und bilden einen schönen Abschluss in den verschiedensten Bereichen des Bahnhofs.